Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Big Farmer. Ich bin's wieder, eure Fimmeltech, und wir gehen in das nächste Game. Wir sind mittlerweile bei Mittel, nicht wegen des Gewinns. Ach nee, das haben wir letztes Mal, glaube ich, nicht geschafft. Da wären wir jetzt bei fortgeschritten. Erzielen Sie eine Gesamtsumme von 5 Millionen innerhalb von 14 Jahren. Das wird nicht besonders leicht. Ich befürchte, diese ganzen Dinger werde ich einfach nicht mehr schaffen. Uiuiuiui. Also, wir schnappen uns direkt mal Lindert Hustenkrämpfe. So, wir machen hier mal Pause. Gehen mal kurz in die Forschung. Einen stellen wir uns gerade mal ein. Ne, wir stellen uns direkt zwei ein. So. Da stellen wir uns auch einen ein, der erforscht das da. So, dann gehen wir in die Produktion. Zwei Verdampfer. Dann... Ja, ist eigentlich voll dumm, wir müssen eh umbauen. So, Nummer 1. Nummer 2 entfernt Warzen. Einfach einen niedriger mit einem Dissolver. Dann brauchen wir noch einen Tablettendrucker. So. Zack. 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 Würde ich sagen, ne? Können wir so machen. Erstmal. Schauen wir mal kurz auf schnell. Müsste eigentlich hinhauen, genau. So, jetzt gehen die hier gleich langsam in den Vertrieb. Haut auch hin, ne? Ja. Product Name ist das erste. Benennen. Product Name required. Jo, und das zweite direkt hinterher. Wunderbar. Wir kaufen hier mal so ein bisschen weiter. Da auch. Weil das hier entwickeln wir danach weiter. Das müssen wir auf 13 bis 15 runterkriegen. Da warten wir aber tatsächlich hier auf die Forschung. Ja, wir stellen einfach mal ein bisschen schneller. Gehen mal kurz. Das können wir schnell lassen und gehen ins Unternehmen. So, wir gehen das nämlich mal direkt mit 10% hoch. Ich glaube, wir können sogar 15 machen. Mal gucken, ob das geht. Dann haben wir nämlich gar nicht so viel Verlust. Ja, 15 ist in Ordnung. Wunderbar. Wunderbest, fast gar kein Verlust. Was ich gerade so merke... So, aus unerklärlichen Gründen hat er meine Aufnahme gerade abgebrochen, beziehungsweise ist mir mein Aufnahmeprogramm abgeschmiert. Wir stellen mal wieder auf schnell. Haben trotz zwei Forschern keinen Verlust. Echt gut. So, wir öffnen die Wirkstoffseite, weil das können wir gleich wieder mit einbauen und die kann direkt das nächste erforschen. Und unsere zwei Forscher schicken wir... Wir müssen hier hin, schicken wir direkt dahin. So. Dann können wir den hier doch direkt weiterentwickeln. Und zwar indem wir mit einem Ionisator runtergehen. So. Jetzt brauchen wir nochmal einen Ionisator. Wunderbar. Da sind wir bei einem Verhütungsmittel für Frauen. Direkt nochmal. Ionisator und noch ein Ionisator. So, so. Und gleich nochmal einen hinterher.
A competitor has released a new product. Oh. Sollte man auch richtig bauen. A competitor has released a new product. Genau, und wir gehen gleich nochmal drei runter, damit wir hier das raus haben. Was haben wir dann hier? Genau, dann haben wir keine Nebenwirkung mehr. Und dann geben wir das Ganze in einen Tablettendrucker. So, und so. Product name required. Jo, da. Und das geben wir dann direkt wieder hoch. Mit 15 hier gehen wir einen runter. Ich würde sagen, so geht das doch erstmal, ne? A competitor has released a new product. Jo. Guck mal kurz hier in die Forschung. 83%, das ist gut. So. Ja, das brauchen wir gerade nicht. Wir gucken kurz in die Produktion. Wie sah das hier nochmal aus? Mit einem Agglomerator. Den schnappen wir uns doch einfach mal. So. Das ist wahrscheinlich eh noch ein bisschen höher. Oder? Ne, 8 bis 11 haben wir, also nochmal einen Agglomerator. Insufficient funds. Oh, da haben wir schon zu wenig Geld. Jetzt müssen wir erstmal hier wieder ein bisschen laufen lassen, damit wir wieder genug Kohle haben. Research complete. Jo, new Research. Ingredient discovered. Complete, gehen wir in die Forschung rein. Das brauchen wir nicht und dafür brauchen wir jetzt 3. Die haben wir natürlich gerade nicht. Wir geben erstmal das da rein. Okay. Okay. Okay, das ist mir tatsächlich egal. Wir lassen den da oben einfach mal weiterlaufen. Wir müssen noch Wirkstoffe gucken. Ja, und erforschen direkt das nächste. Wieso mache ich da keinen Gewinn mehr? Hustenbezwinger. Was ist hier los? Wieso geht der nicht weiter? So war es nicht gedacht. Hätte ich das irgendwie umgebaut? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, kriege ich. So. Insufficient funds. Ja, danke. Insufficient funds. Hätten wir zumindest schon mal das. Kohle brauchen wir nämlich. Research complete. Langsamer. So, das macht die Maschinen billiger. Gehen wir direkt dahin. So, jetzt machen wir wieder Plus. Das ist gut. So, das können wir so bauen. Zack. Genau. Noch ein Agglomerator war das und dafür hatten wir nicht genug Kohle und hoffentlich haben wir sie jetzt gleich. Insufficient funds. Insufficient funds. Die ganze Zeit. Insufficient funds. Invalid position. So.
Und jetzt können wir hier gerade nicht weitermachen, also können wir einfach mal erforschen. Da haben wir auch einen Punkt und den setzen wir tatsächlich. Können wir nicht setzen, okay. Können wir nicht setzen, in Ordnung. New World Event. Haben wir ein Angina-Mittel? Können wir mal kurz reingucken. Mal abgesehen davon, dass das immer gerade so geht. Heilmittel. Haben wir ein Angina-Mittel? Nein. Okay. Gut. Lindert Asthma. Also wieder um 3 runter mit einem Ionisator. Insufficient funds. 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 So, das können wir auch direkt mal erforschen. Und ich brauchte noch einen Ionisator. Insufficient funds. Insufficient funds. Give me the money. Insufficient funds. Insufficient funds. Insufficient funds. Oh, insufficient funds. Machen wir schneller. Insufficient funds. Insufficient funds. Insufficient funds. Insufficient funds. Insufficient funds. Insufficient funds. So. Insufficient funds. Insufficient funds. Insufficient funds. Insufficient funds. So, wir können hier auf jeden Fall schon mal was billiger machen. Was haben wir denn jetzt hier großartig verbaut? Das da haben wir auf jeden Fall verbaut. Und das da haben wir auch verbaut. So. Hier haben wir auch 2 Punkte, die wir in den Tablettendrucker setzen. Okay, das könnte daran liegen. A competitor has released a new product. Schön für ihn. Research complete. Genau. Und jetzt können wir eigentlich wieder einen Tablettendrucker daraus machen. Können wir das noch weiter machen? Ja, tatsächlich. Aber ein bisschen schwierig, weil jetzt ist hier mal kurz wieder auf langsam. Und erforschen mal die Patente, weil die uns wahrscheinlich am meisten Kohle bringen. So, und zwar gibt es jetzt wieder den Tablettendrucker. Insufficient funds. Ja. Insufficient funds. Auf schneller setzen. Insufficient funds. Wunderbar. So. Insufficient funds. Insufficient funds. Insufficient funds. Langsamer bitte. Benennen. Danke. Unternehmen. 15. Sehr schön, wir setzen es wieder langsamer. Das ist bei 35, okay. Wirkstoffe haben wir wieder 2. Gehen wir jetzt mal dahin. So. Wie war das hier? Da haben wir bis hierhin gebaut. Genau. Da brauchen wir auch einen Katalysator für. Ja, dann können wir eigentlich mal das nächste uns rausnehmen. Ah, ja, also weil hier habe ich irgendwie... Ah, das ist alles ein bisschen blöd. Wir können eigentlich an der nächsten Stelle anfangen. Es ist nur ein bisschen doof. Wir brauchen die Kohle insufficient hier, ne? Funds. Insufficient funds. Insufficient funds. Insufficient funds. Insufficient funds. So, dann schnappen wir uns nämlich den nächsten Wirkstoff. Und zwar lindert Hautausschlag. Haben wir noch nicht reingenommen, ne? A competitor has released a new product. Nee, Gott. Den schnappen wir uns und gehen da. A competitor has released a new product. Wie viel haben wir? Wir haben 6. Brauchen
Ja, 12 wäre natürlich super. Also brauchen wir eigentlich... Complete. Geben da nochmal 2 hin. Patente ist jetzt natürlich super, da brauchen wir eigentlich die Kohle für. Aber wir bauen hier noch so ein bisschen. Wir schnappen uns einfach mal 2 Agglomeratoren. So. So, obwohl... Den setzen wir auch hier unten hin, damit wir dahin weiterbauen können. So und so. Genau, das ist super. Da gehen wir jetzt erstmal wieder einen Tablettendrucker hin. Das machen wir so. So, so, so und so. So und so. Product name required. Genau. So. Wir haben wieder 2 Wirkstoffpunkte. Insufficient upgrade points. Ja. Da brauchen wir für alles brauchen wir einen Katalysator. So nervig. Bitte kein Minus machen. Können wir nicht gebrauchen. Da gehen wir auch ein bisschen runter und hier gehen wir hoch. Da gehen wir auch ein bisschen runter. A competitor has released a new product. Okay. So. Oh, die Zeit rennt, ne? Scheißdreck. Okay. Wir haben ja noch einen. Wir nehmen das hier. Blutdrucksenkend. Pushen das 2-mal runter. Wir haben das auf 14. Ja, 9 müsste runter. Okay, also nehmen wir 2 Ionisatoren. So. Und so. Invalid position. Insufficient funds. Insufficient funds. Insufficient funds. Hallo, insufficient funds. Insufficient funds. Und jetzt einen wieder hoch. Jo, Tablettendrucker. Insufficient funds. Insufficient funds. Insufficient funds. Insufficient funds. Insufficient funds. Research complete. Product name required. A competitor has released a new product. Und auch, nein, nicht den da. Den da wieder auf 15 hoch. So, hier haben wir wieder Research Complete. Da gehen wir noch eben in die Wüstenexpedition, damit wir direkt den nächsten machen können. So. Und das müssen wir auf 6 runterpushen. Also noch einen Ionisator dazu. Das machen wir so. Zack. Und dann noch ein Ionisator. Zack. Insufficient funds. Insufficient funds. Wir auch schon beim Angina-Mittel, also wieder 3 hoch. Insufficient funds. Insufficient funds.
Insufficient funds. Insufficient funds. Invalid position. Okay. Insufficient funds. Gut. Jo. Und dann wieder ein Tablettendrucker. Product name required. Und so. Und 15%. Noch einen runter. Jo. Ne? A competitor has released a new product. Insufficient funds. Jetzt müssten wir ja so langsam eigentlich mal gut im Plusbereich sein, ne? Research complete. Jo. Wir brauchen einen dritten Forscher, denn ich muss dahin. A competitor has released a new product. Und jetzt mache ich mir gleich noch ein Patent, glaube ich. Davon lasse ich mir ein Patent machen. Dafür brauche ich 20.000, okay. Was ist denn, wenn ich höher gehe? 35.000, 55.000. Ja, das wäre natürlich super. Also gucken wir noch mal ein bisschen, dass wir gerade Geld sparen. Na, wir holen es, glaube ich, mal für 12 Monate. Aber damit machen wir halt echt gut Plus, ne? Also 35.000 warte ich auf jeden Fall ab. New World Event. Research complete. Jo, kurz auf langsam stellen. Da brauchen wir jetzt 4 für. Gehen kurz da rein. Und insufficient upgrade points. Den da auch nochmal. Damit wir mehr Kohle kriegen. A competitor has released a new product. A competitor has completed a new patent. Ja gut, ich will das auch gar nicht haben. Dann gehen wir mal auf 5% bzw. gehen wir mal auf 0 runter. Ich will das Patent haben. Ich hätte eigentlich gern 55.000, ne? A competitor has released a new product. Ich glaube ich auch durch. So, ich würde aber sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Sage hoffentlich bis zum nächsten Mal. Zack, zack. Game Simultech. Bye bye, little baddies.